Ich bin Maria von More Raw Food und heute möchte ich mal über Nährwerte versus Kalorien reden. Ich habe gerade die Frage reinbekommen, wie ich das denn mache, wie ich meine Nährwerte zähle, weil ich ja oftmals auf Instagram erzähle, ich zähle keine Kalorien, sondern Nährwerte. Und heute möchte ich mal darüber reden. Also ich mache es ja so, früher am Anfang meiner Rohkosternährung, da habe ich ja wirklich die Kalorien gezählt oder geguckt, dass ich genug esse, weil das ist wirklich wichtig am Anfang der Rohkost, dass man das nutzt, also chronometer.com, um eben zu schauen, dass man genügend Kalorien und genug Energie zu sich nimmt. Ich habe aber die Erfahrung gemacht, je länger ich Rohkost esse, desto weniger, ja, ist es für mich interessant, weil ich mehr und mehr gelernt habe, auf meinen Körper zu hören. Und dann ist es auch so, dass ich immer mehr merke, dass ich weniger und weniger Essen brauche. Ich meine, ich esse zwar für viele Leute immer noch große Portionen, aber meine Portionen waren früher noch größer. Und ja, deswegen habe ich aufgehört, Kalorien zu zählen, weil ich es auch einfach anstrengend finde, das alles immer bei Chronometer einzugeben. Ich mache das mal hier von Zeit zu Zeit, um einfach nochmal zu checken, kriege ich wirklich noch alle Nährwerte, aber ansonsten habe ich damit aufgehört. Und wie mache ich das jetzt genau, dass ich Nährwerte zähle? Also dafür habe ich kein bestimmtes Tool oder keine Webseite, wo ich eben wirklich die Nährwerte zähle, sondern ich habe über die Jahre eben gelernt, welche Lebensmittel eben sehr nährstoffreich sind und welche ich am meisten mag. Und das sind zum Beispiel ja, Wildkräuter, generell grüne Blätter, Sprossen, was gibt es noch? Buchweizen ist sehr, sehr nährreich. Ja, super nährreiche Fettquellen wie eben Hanfsamen, Chiasamen und eben auch die Paranuss für das Selen und viele Beeren, Kräuter und auch Superfoods wie Maca oder Weizengras und Gerstengras. Also generell wichtig für mich sind die grünen Blätter und ich esse bestimmt mindestens 500 Gramm grüne Blätter. Das habe ich am Anfang nicht gemacht, habe aber nach ungefähr 1 bis 2 Jahren immer mehr grüne Blätter in Form von grünen Smoothies in meine Ernährung integriert. Und so mache ich das eben. Wenn dich das interessiert, was ich mal so in einer Woche esse, dann kann ich das ja mal so machen wie die Silke Leopold, dass ich wirklich ein Video mache, wo ich nur zeige, was ich esse und das dann für eine ganze Woche aufnehme. Wenn dich das interessiert, dann hinterlass mir mal gerne einen Kommentar, dann mache ich das mal. Dann ist es so, natürlich sind ja Wildkräuter sehr, sehr gut. Dieses Jahr habe ich das ein bisschen vernachlässigt, weil ich einfach zu viel mit meinen Büchern gesessen habe und keine Priorität darauf gesetzt habe. Aber ansonsten ja, esse ich das auch sehr, sehr viel. Also generell gucke ich eben wirklich, dass ich eben so nährstoffreich wie möglich esse. Und dann merke ich auch, dass meine Zellen irgendwie jetzt über die Jahre einfach zufrieden sind. Am Anfang der Rohkost habe ich immer so gedacht, oh, ich brauche noch irgendwas oder ja, und das habe ich eben jetzt nicht mehr, weil eben meine Zellen und meine Tanks einfach wieder aufgefüllt sind und mein Körper jeden Tag weiß, er kriegt diese Nährstoffe und anscheinend deswegen nicht so viel Hunger oder irgendwelche, ja, Hyper- oder Heißhungerattacken auf irgendwas mir zeigt oder gibt. Ich erlebe das sehr, sehr oft, dass Leute, vor allen Dingen, die neu bei der Rohkost sind und die vielleicht auch aus einer Essstörung kommen oder so, dass die sehr darauf fokussiert sind, auf die Kalorien zu achten und vielleicht darauf zu achten, oh, dass ich nicht zunehme oder dass ich abnehme und so. Und wenn dir das genauso geht, dann ist mein Tipp, aber auch generell für jeden, der neu ist in der Rohkost, setz nicht den Fokus darauf, eben die Kalorien zu zählen. Nutzt es am Anfang wirklich nur, um zu gucken, dass du genügend Energie bekommst und nicht, dass du irgendwie zu wenig kriegst und dadurch dann nicht bei der Rohkost bleibst, sondern fokussiere mehr, dass du wirklich einen gesunden Lebensstil erlernst. Fokussiere auf die Gesundheit, dass du jeden Tag genug Power und Energie hast, um wirklich deine Ziele zu verwirklichen und deine Träume zu verwirklichen. Also versuche den Fokus da einfach umzuleiten und du wirst sehen, dass du daran mehr Spaß hast, weil dann hörst du auf, dich zu begrenzen und zu sagen, jetzt habe ich ja heute schon 2500 Kalorien, jetzt darf ich hier die Dattel nicht mehr essen oder ja den Salat oder was auch immer du dann eben da gerade hast, sondern ja, hab einfach so diese Einstellung, ich kann essen, was ich will und ich nehme trotzdem ab. Und du wirst sehen, also dass dein Gehirn leitet dich dann irgendwie da ganz automatisch hin. Na klar muss ich auch zugeben, dass diese Ernährung oder dieses nährstoffreiche Essen natürlich ein bisschen teurer ist. Das ist es mir aber wert, weil ich habe nur eine Gesundheit und ja, wenn es nur eins auf der Welt gibt, ohne meine Gesundheit,
habe ich kein Leben. Also investiere ich darin lieber ein bisschen mehr Geld, verzichte auf andere Sachen und lebe eher minimalistisch, weil das ist mir wert. Das waren jetzt meine Tipps, wie ich jetzt eben keine Kalorien mehr zähle, sondern Nährwerte zähle. Und jetzt möchte ich mal von dir hören, wie machst du das? Zählst du noch Kalorien? Wie ist es bei dir? Hast du Heißhungerattacken? Wie geht's dir? Was sagt dein Körper? Hast du vielleicht schon längere Erfahrungen? Hinterlass mir mal unbedingt einen Kommentar. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann gib mir gerne ein Like und abonniere kostenlos den Kanal. Und ich sag bis ganz bald, lass es rocken, Maria!